Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! The Bretonians are a mixture of peasants and nobles. The blitzers get all the glory, while the linemen are there to do all the dirty work. Ja, huhu, hier wieder beim Quani und bei Blood Bowl 2. Ja, ich habe schon wieder vergessen, die Animationen wieder anzumachen, bevor wir hier starten. Das heißt auch heute wieder keine Teamvorstellung, wir spielen gegen Bretonen. Hier, die fiesen Bretonen. Ja, und was haben wir denn hier? Wir haben jemanden mit Block, wir haben jemanden, der nichts kann. Noch einer mit Block und abwehren. Und dann haben wir hier jemanden. Oh, was hat der denn? Unterstützen und mehr Bewegungsreichweite. Alles klar. Wir haben noch jemanden mit Block und wir haben Unterstützer. Wohin das? Oh, wir haben einen Starspieler. Dolphar. Was kann denn der Tolles? Der kann blocken. Der kann Anstoßrückgabe. Okay. Der kann Hechtsprung, Hauwächtersleder und Kick und hat Gewandtheit 4. Alles klar. Ja, hier hinten sind noch einige von den Bretonen, die wohl etwas stärker sind. Hier, was hat der denn? Oh, der ist robust. Alles klar. Mhm. Alles klar. Gut, ja. Wir haben hier unser Team und wir kicken den Ball jetzt mal in die Hälfte der Bretonen. Laufen sie und stellen sich irgendwie anders hin. Zumindest mal wieder computermäßig dämlich hin. Na gut, kann auch sein, dass sie gar nicht prügeln wollen, aber gut. Nice weather to play Blood Bowl. Und schon können sie den Ball nicht aufheben. Aber dafür ist wahrscheinlich auch hier ihr Starspieler zuständig. Yeah. Ja, da laufen sie alle nach vorne. Jetzt wollen sie auf einmal noch prügeln. Das hätten sie sich gleich so hinstellen können. Der Junge. So, jetzt geht gleich das Geprügel los. Aber wie sieht das aus? Kleiner Mini-Käfig. Ich schätze mal, dass gleich noch einer von hier darüber laufen wird. Oder wird zumindest versuchen. So. Ball aufheben. Schafft er mit Gewandtheit 4. So, jetzt kommt hier ein Blitz. Gegen den Beru. So, und jetzt stehst du mit deinem Blitz. Ah, jetzt noch mal blocken können, Idiot. Wieder ein paar zweifelhafte Manöver des Computers. Unerschrocken hat er. Okay, das hatte ich eben noch nicht gecheckt. Ist natürlich nicht so angenehm, wenn jemand unerschrocken da steht. Okay. Und wir sind am Zug. Ja, das ist jetzt sehr verführerisch hier. Zack, zack. Der Cartman wird ihn jetzt nicht raushauen können, weil die hier so dämlich stehen. Wir stehen erstmal wieder auf. Aber fast, Cartman, fast. Du darfst gleich den Ballträger hauen. Ja, 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 ja. Bleib noch ein bisschen zurück, dann kannst du gleich den Ballträger hauen. Jetzt. So, hau ihn mal. Er hat auch blocken, deswegen machen wir mal hier so einen Wiederholungswurf. Okay, wir schieben den Ballträger nur. Bleiben stehen. Nehmen den. Ah, natürlich, der Go for it geht dann an die Hose. Ja, liebe Menge. Die Go for it sind eigentlich so gedacht, dass die Fans, Fans da draußen, also ihr, ja, das Team anfeuern, so dass sie extra Bewegung machen. Und wenn ihr den Cartman jetzt nicht anfeuert, dann liegt er hier benommen auf dem Feld. Also etwas mehr Elan, bitte.
von den Rängen. Ja, jetzt gibt's hier einen Käfig, der sich gewaschen hat. Na gut, jetzt steht er direkt neben unserem Blood Scorpion. Das wird ihm hoffentlich nicht gut bekommen. Okay, jetzt hat er auf jeden Fall auch den Käfig vervollständigt hier. Wir sind wieder dran. Komm, prügeln wir mal eine Runde. Schieben. Folgen. Ich mache hier gerade voll die Scheiße, kann das sein? With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. So, dann hier Mischka mal dahin und Samua haut jetzt mal den. Ich wiederhole hier viel zu viele Blockwürfel. Abwehr. Geil. So, und unser anderer Chaoskrieger wird sich dann hier hingesellen. Damit er hier durch die Mitte nicht so einfach durchkommt. Backfisch als Abfangjäger quasi in den Specfield. Moment, wir unseren Zug. That's it. Get in their face. Die Bretonen haben teilweise relativ schlechte Rüstung. Das müsste doch eigentlich in die Karten spielen. That's it. Force them back and then pow. Da wird gehauen und gestochen. Aber mittlerweile haben wir so viele Leute mit Block, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass unsere zu Boden gehen. Aber was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich schon zwei Wiederholungswürfe verbaselt habe. Schiebt da unseren Minotaurus raus. Nero ist gelähmt. Für den Koali sieht es hier nicht gut aus. So nicht gegen den Mischka. Okay. Der Dringen. Okay, aufstehen. So, wir haben beide Blocken. Come on, guys. Clues in the title. Let's see some blood in Blood Bowl. So, den haben wir jetzt immer down. Komm, Lesrak, folgen. So, dann haben wir den jetzt noch. Schieben reicht mir erstmal. Der hat Abwehren. Okay. Das ist etwas nervig. So, hier hinten haben wir den Cartman. Der wird sich hier hinstellen. Wieder mit einem Go-Fred. So, diesmal muss es doch klappen. Ja, diesmal klappt es. So, hier hinten wird erstmal aufgestanden. Aufstehen. Ja. So, dann versuchen wir jetzt mit dem Blood Scorpion, dem Blitz. Gegen den Ballträger, der hat nämlich nur Rüstung 7 nehmen. Können wir aus dem. Oh, Wiederholungswurf. Komm schon. Ball in danger. Nein, Blood Scorpion. There's no harm in making you walk out of the wall. Well,
Actually, you can do a lot of harm. That's kind of the point. Ja, es ist nicht so gut, was wir hier bisher machen gegen die Bretonen. Der Cartman kriegt es auf die Mütze. Der muss es jetzt ausbaden, was der Blood Scorpion hier angerichtet hat. Ha! Ah, okay. Hm. Immerhin haben wir ihn einen Wiederholungswurf gezogen. Aber das mit den Gophers, das klappt immer noch nicht, ne, Leute? Habt ihr egal gesehen. Den Blood Scorpion darf man auch mal anfeuern. Da freut er sich drüber. Ja. Käfig nach hinten steht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der den Käfig nach vorne aufbauen will. Gar nicht, okay. Läuft. Wird jetzt erstmal geboxt. Folgen. This player, the attacker, smells weakness. Aufstehen vom Garten. Hier wird auch aufgestanden. Das ist der Beru, ne? Ah ne, das ist der Lesrak. Der Minotaurus soll bitte auch aufstehen. Mach das mal bitte nicht, ne? Sometimes cute animals like this forget the sport and embrace their wild side. Tja. So, der Mischka wird sich hier hinstellen. Und dann macht Backfisch mal hier den Blitz. Can the player force possession away from the ball holder? Folgen. A good defensive block. Und den nehmen wir auch auf den Ball. Not what you'd expect. No. This is Blood Bowl. Aber unser Zug ist eh vorbei, von daher okay. Aber da liegt jetzt auch ein beschissener Ball. Und unsere Leute stehen auch ziemlich beknackt. Ja, sehr gut. Ein Wiederholungswurf für den Gegner. And it didn't come und er kann den Ball nicht aufheben. Sehr schön. Warum soll es ihm besser gehen als uns, ne? Okay, jetzt können wir jetzt ein bisschen prügeln. Hier, einmal zum Beispiel. Perfekt. Und der hat Abwehren. Hat er Abwehren? Nein, gar nicht. Jawohl, und da haben wir den ersten Bretonen in der K.O.-Box. So muss das sein. Ich hoffe, jetzt kommt der nächste dazu. Leider nicht. Da ist der nächste Bretonen in der K.O.-Box. Sehr gut. So. Beru ist frei. Stellt sich mal neben den Ball für den Fall der Fälle. So. Mischka haut dann mal den Starspieler. Du gelähmt. Das geht mit Knochenbrecher besser. Oder Mischka hat gar keinen Knochenbrecher, ne? Hatte er einen im anderen Spielstand, hatte der das. So, hier unser Minotaurus. Yay, er steht auf. Wunderbar. Dann kann auch einen nach vorne noch gehen. Damit der Cartman sich hier dem Breton entledigen kann. Und auch da ist er K.O. Jetzt läuft's langsam. So, zusätzliche Arme helfen manchmal. So, raus. Okay. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Block. Der läuft. Und wir folgen. Noch ein K.O. Perfekt. Langsam werden die Bretonen dezimiert. Leider keine Casualties. Das ist ein bisschen traurig. Aber
Mühsam ernährt sich der Tiermensch und der Chaoskrieger. So, ja. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Er hat die Möglichkeit, zum Ball hinzukommen, aber es wird ihn... Ja, da kommt er zum Beispiel. Zwei Go-For-Its kostet ihn das. Und er pusht ihn. Give me more random violence. Hier wird auch gehauen. Gegen den armen Koriminus. Aber der lässt sich ja nicht von allem niederbrüllen, ne? Ja. So, und... Wiederholungswurf. Nichts geholfen. Ja, das sind immerhin nur noch Gewandtheit 3 Menschen. Das merkt man jetzt so ein bisschen. So. Wie kriegen wir jetzt die Backfisch frei? Einmal hier den Beru gegen den. Okay. Folgt ihm mal, Beru. Sehr gut. Dann haben wir hier einen Block gegen den. Der müsste auch down gehen. Folgen. So, wer braucht denn hier überhaupt auch Punkte? Der Koriminus bräuchte Punkte, aber der sieht gerade nicht so cool aus. Der ist gerade gebunden. Einmal hier schön Richtung Fans treiben. So. Der Koriminus war gebunden. Probieren wir doch mal hier mit dem Minotaurus hier rein. Will the big one manage to lay out an opponent of half his strength? Nothing better than a shot. Apparently this player can't even put his own shoes on the line. Dann kann der Koriminus sich hier wehren. Und auch der ist gelähmt. Sehr gut. Cartman könnte. Eloridas könnte auch. Eloridas stellt sich erstmal jetzt hier neben den Typen, falls der gleich aufsteht. Ich glaube, ich gebe den Ball an den Cartman. Erstmal laufen wir mit dem hier hin. Der Pass an Cartman. An average pass. Let's see if it's caught anyway. Oh, come on, Cartman. Das alte Problem mit unserem Cartman. Prügeln kann er, aber... Ball isn't going anywhere. Naja. Kein Wiederholungswurf mehr jetzt an Cartman. Hast du super, super gemacht, Cartman. Finde ich gut. Not. Der Beru wird zu Boden geschleudert. Okay, der Koriminus ist relativ frei jetzt. Das heißt, wir werden jetzt mit dem Koriminus hier nach vorne laufen. Richtung Ball. So, einmal hier unterstützen. Mal den Starspieler mal zum Moose hauen hier. Bleiben. Komm, der hat nur Rüstung 7. Dies ist doch doof. Hier wird nochmal gehauen. Einmal weiter Richtung Fans, bitte. The fans are ravenous, so am I. Just one more step. Next time they should hire a team. Der Blattskorpion hat mal wieder keine Lust. Das kennen wir inzwischen ja auch schon. The blessing of the gods of chaos allows this player to pick up the ball. So, und der Pass auf Koriminus.
Und auch der kann den Ball nicht aufheben. Ja, vielleicht hat den Ball irgendjemand mit irgendwas eingeschmiert. Mit Bretonengedärmen oder so. Okay, hier gibt es einen Einserblock gegen unseren Chaoskrieger. Das ist dem aber egal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer war's? Der Lassak, oder? Nächste Frank. Alles klar, Frank. Hau den Typen jetzt mal in die Fans hier. Du musst die ein bisschen wachrütteln, damit die hier auch mal unsere Go-For-Its vernünftig cheeren. Und... Na, bleiben natürlich. You know, a fence may solve this problem of players being eaten by the crowd. Just a thought. Blood Scorpion. Das Geprügel geht weiter. Folgen. Jawohl, das war die Casualty. Super, Lesrak. Gut gemacht. So lobe ich mir den Lesrak. Braver Lesrak. So, der Starspieler muss jetzt auch leiden. Ja, gelähmt. Bero, komm, das kannst du besser. Na, okay, doch nicht. Mal binden die Leute hier. Und zum Prügeln können wir hier den Mischka noch weiter nach unten schicken, finde ich. Wir haben auch einen Blitz, ne? Oder haben wir nicht? Ja, haben wir noch. Sehr schön. Dann geht der nämlich auch down. I don't see how he'll be able to stop it. Oh. Alles klar. So. Backfisch versucht das Ganze doch jetzt nochmal hier. Schon zwei Pässe geworfen, die super angekommen sind, aber... His mutation, you mean, Bob? Yeah, that. Und? Aha, geht doch. Geht doch. So, der Cartman geht einmal hier zur Unterstützung hin. Zu beenden. Ach scheiße, es war Halbzeit. Oh nee. Time to rise and shine. Dummheit. Naja, immerhin ein Starspielerpunkt noch für Bugfish. This is indeed a vital kick, Bob. Team scores. Das war jetzt blöd von mir. Nein. Ach ja, guck mal hier. Das ist doch was super Tolles für unseren Taurus. Engdai ist auf dem Spielfeld. Ich glaube, ich will Plastiklöffel auf dem Spielfeld lieber. Der Mischka ist auch auf dem Spielfeld, den brauchen wir auch. Für wen? Koali. Bero. Ich glaube, Bero kann mal ein bisschen hier Auszeit gebrauchen. Gehen wir raus, Bero. Und der Manu FS, unser neuer Tiermensch. Ja, aber den lassen wir noch ein bisschen draußen. Hier werden bestimmt 1000 Leute unterstützen. Ne? Ja, ich sehe das schon. Wo sind die Unterstützer? Was ist das hier? Stärke plus 1. Oh. Den kenne ich ja gar nicht, glaube ich. Und hier brutal, ist klar, keine Unterstützer vorne. Okay. Läuft, würde ich sagen. So, hier Backfisch immer nach vorne, aber. Ich meine nach hinten, da Richtung Ball halt. Ne? Fantastic. What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing? Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. My agent says it will help for future gigs. Don't do it again. I hate bad puns. Weather's okay. Some say it's perfect for playing Blood Bowl in. I call it dull. Okay, Blood Scorpion.
Wie wär's denn mal, wenn du uns direkt mal einen Spieler vom Hals hältst hier? Wir hatten dem keinen... Oh, verdammt. Sieht nicht gut aus, Leute. Aber wenn er immerhin knapp der Wiederholungsruf. Ach, Blood Scorpion. Naja, immerhin hat er ihn verletzt. Naja. Aber ich muss echt sagen, Blood Scorpion, das ist noch keine... Oh, was macht der denn? Okay. The player is pushed here. It will finish in the public. And in general, fans are much more dangerous. Blood Scorpion, das ist immer noch keine Leistung, auf die man stolz sein kann hier. Das ist so ein großer Haus. Oh, der Computer macht hier so scheiße, ey. Wir haben so Glück, dass der so krank, kacke, schlecht ist. Ja. Blood Scorpion. Ja, ich hätte eigentlich einen Blitz ansagen müssen. Na gut, ich bin auch schlecht. Jetzt muss ich mit dem Computer Lester hier. Ne? So, hier. Dead Block. Alles klar. Der hat keinen Block. Aber Ringen hat er. Das war der mit der Stärke 4. So, versuchen wir den trotzdem noch mal wegzukriegen hier. Der Lesrak macht das schon. Der ist heute gut drauf, ich sehe das schon. One more step in. So, Backfisch. Who could imagine that a foul deformity of the body would be so effective on a Blood Bowl pitch? Ja, unser Passer vor dem Herrn, der Backfisch, ist schon gut. Ist schon gut, ist schon gut. So, was kommt denn jetzt hier? Wir laufen so rüber. Also die Bretonen mit dem Abwehren, das ist, hat auch seine Vorteile, muss man ja schon sagen. Also jetzt hat er dadurch, dass er hier ein paar Mal nur Push hatte, ist er halt jetzt frei mit den ganzen Leuten. Macht hier zu. Also versucht es zumindest. Okay, der geht hoch. Der will raus. Alles klar. Läuft. So. Erstmal aufstehen. Liegt sonst noch irgendeiner? Nein, natürlich nicht. So, hier Plastiklöffel. Hau den mal. Ist das genug, um auf den Top zu kommen? Die Fans sehen sehr rabid heute. I hope they leave a few bits of the player intact. Lesrak, komm hier. Bam, bam, Bigolo. Kennt ihr den noch? Das war ein sehr lustiger Wrestler. So, der Mischke hat jetzt den Ball. Das gefällt mir an sich so lala.
hätte gern, dass Plastiklöffel den Ball hat. Das kriegen wir aber auch irgendwie hin. Warte mal. Erst muss ich hier noch den letzten hier rausprügeln. Komm, Cartman. Prügeln kannst du doch. Oh. Läuft. Zug beenden. Noch habe ich noch nicht auf Plastiklöffel gepasst, weil die steht noch ein bisschen weit hinten. Können wir nachher machen. Aber so ein Aufstieg hat es ja schon irgendwie verdient. Jetzt wird hier geblitzt. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. This is going to be decisive. Dull, very dull. One of them should hit harder next time. So nicht, mein Freund. Okay, fangen wir mal hier an. Okay, schieben. Das ist dann Stärke 4, oder? Ja. Okay. Komm mal hier den Blitz. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. Und that's a dangerous place to be. Und jetzt versuchen wir gleich mal den Pass mit dem Mischka auf Plastiklöffel. Wir haben uns extra einen Wiederholungswurf aufgespart und das war auch ganz gut. Komm, Plastiklöffel. Jawohl, jawohl. So, Kuriminos geht mal raus. Ich hätte den gern hier gehabt. So, für den Fall der Fälle kann nämlich auch der Kuriminus gleich punkten. Ja, da stehst du gut. Mal diese komische Gebrille von dem Breton. Schon ein bisschen merkwürdig. Hauja! Schieben kannst du den Koali ruhig. Dit macht dem nix. Bleib beim Schieben. Und nochmal gegen Koali. Und wieder keine Chance. Takes a skillful player to stay up under such a sustained assault. Auch der Frank wird geschubst. Und der Starspieler möchte nach vorne. Alles klar. Gut. Liegt irgendjemand von uns am Boden? Nein, tut er nicht. Sehr gut. Dann hauen wir doch hier erstmal zuerst. Nee, Block. That's disappointing. They're both still standing. Komm hier, Blatzkon. Smack! Jawohl, his claws cut like a hot knife through a halfling pie. We may see that player later, if they wake.
So, dann der Lesrak einmal hier gegen den Starspieler. Okay, schieben. Jetzt haben wir hier den Koriminus. Der kann mal den blocken. Ist, glaube ich, besser mit ihm zu blocken als mit... Also, wir hatten schon einen Blitz. Warum hat der denn geblitzt? Eigenartig. Na gut, dann halt mit Backfisch blitzen. Hauen, meine ich. Oh, he's tot! Yes. Nice Backfisch. Well, life goes on. Nice one. So, dann können wir nämlich hier dann hinlaufen mit dem Mischka. Einen Plastiklöffel weiter in Position bringen. Und... boah, was schlägt der Computer einem da für einen Scheiß vor, ey? Hinein, hier außen rum. Hierhin hätte ich den gerne. So, der möchte bitte den hauen. Und am besten auch zu Boden. Und der Koali möchte auch nochmal schlagen, nachdem er eben so oft geschlagen wurde. Na, ringen. Na gut. Cartman, einser Block kriegst du hin, oder? Jo, der Cartman kann das. So, dann sind wir zu Ende. Sind wir am Ende? Mit den Nerven? Oh, er will gegen, neben dem Minotaurus. Okay, alles klar. Ja, mit Abwehren ist es ein bisschen einfacher gegen den Minotaurus. Das muss man ja auch schon lassen. Ne? Aber ist trotzdem creepy. Ich würde mich nicht freiwillig neben dem Minotaurus stellen. Obwohl, der Blattskorpion ist ja ein ganz sanftes Tier. Der tut ja keinem was. These players are spending an awful amount of time on the ground. Okay, Starspieler möchte ausweichen und mal hier vorne hin. Ja, das würde ihm nicht viel helfen. So, fangen wir nochmal an. Der Lesrak hat hier wieder was zum Prügeln. Unity is strength. Bisschen wenig Casualties für meinen Geschmack, wenn die Gegner hat hier so wenig Rüstung auf dem Feld und trotzdem. What a cheeky chap! I have half a mind to go down there myself and nail that. Komm, Blood Scorpion, zeig ihm mal, dass es eine schlechte Idee war. Ja, genau so. Sometimes the underdog wins. Jawohl. Wait, what? Ah, that's how every match should end. Richtig so. Schieben. So, jetzt müssen wir einmal kurz hier den Starspieler entledigen. Mischka wirkt da noch mal für. Ja, perfekt. That player is so close to a world of hurt. On the edge of the field, within grasping range of the fans, and they're looking hungry. So, hier kommt keiner rum. Hier vorne kommt auch so leicht keiner rum. Läuft schon Cartman, einser Block. No. Zug beenden. Kommt ein Blitz. Okay. Cartman ist gelähmt. Einser Block auf Rang. Okay, dadurch sind wir wieder frei. Lesrak einmal nach vorne. It's so close. And yet so much can still happen.
Wow, gut, dass wir noch einen Wiederholungswurf haben. Schieben ab in die Fans mit dir. And into the crowd they go. Warum soll ich denn da irgendwie raus? Nee. So, hier, Plastiklöffel nach vorne. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. So, aufstehen. Läuft doch ganz gut bisher. So, den wir nicht noch weg haben hier. That one's got fists bigger than ham joints. With arms like three trucks. Jawohl, und auch da noch ein Starspielerpunkt für unseren Blood-Scorpion. So muss das doch sein. So, damit der hier nicht auf blöde Gedanken kommt, stellen wir uns da doch direkt nochmal neben. Und beenden den Zug. So. Ein gegnerischer Spieler frei, sich zu bewegen. Also die verletzten Box hier sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Oh, ein Einser-Block. Na gut. Irgendwie. Na, schieben. Das macht dem Kuriminos nix. So, wir haben keinen Wiederholungswurf, das heißt, ich gehe hier kein Risiko mehr ein. Ich mache jetzt den Touchdown mit Plastiklöffel. Touchdown! Touchdown! From the plastic and the Löffel. Ups. Achso, der Gegner hat noch einen Zug. Na dann. Können wir ja auch mal hier den Manu einwechseln. Den N-Guy einwechseln. Alles klar. Soll ja keiner sagen, ich würde die beiden nie einwechseln. So, Kick. So, die Fans stürmen den Platz und verkloppen das ganze gegnerische Team bis auf einen einzigen Spieler. Und wer ist noch verprügelt worden? Wer hat es hier verdient? Der Backfisch. Oh Gott, nein. Oh, Fans. Warum verprügelt ihr den Backfisch? That's Bloodbone. You can never really count it. Jo. Läuft. Gute Gewinne. Mhm. Läuft. So, der Lesrak ist Spieler des Spiels. Es hat wahrscheinlich für den nächsten Casualty auch den Aufstieg. Das ist sehr schön. Läuft auch da. Und wir schließen das Ganze mal, gehen mal in unser Team rein und schauen mal, was wir für Plastiklöffel dann hier in meinem Aufstieg hinkriegen. Nein, Feuer, wollen wir eine Stufe aufsteigen. Eine 7, das gibt auch einen Blocken für Backfisch. Nicht für Backfisch, für Plastiklöffel. Was rede ich denn hier schon wieder? So, wir haben nur noch zwei Spielerslots. Leute. Spielerslots frei. So, die lassen wir auch erstmal da. Hm, wir haben ein bisschen Kohle. Haben wir den 6. Wiederholungswurf? Hm. Don't forget, Coach. You need to maintain your home stadium. Ja, wir konnten uns hier Zeug kaufen, ne? Hm.
Den Bierstand. Bierstand ist schon mal ganz gut. Elfenplatz. Verdoppelt Gewinne, Verluste beim Fanfaktor. Ja. Starspieler kosten weniger. Okay. Beide Teams bekommen Zauberer, ist natürlich, man hat einen Zauberer bei der Gegner auch, das ist auch scheiße. Ich glaube, ich hole mir so einen Bierstand hier, so oft wie wir Leute wegschieben in die Fans. Kaufen. Okay, neues Stadion und dann können wir gegen die Gosh Boys beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen besser aussehen. Bis dann, have fun, euer Quali. Tschüss.